was aus ihnen geworden ist. Gelesen von CASK am 7. Juni 2023. Mädchenträume sind keine Schäume, sagte das Fragezeichen auf meiner hohen Stirn, als ich mir die Langeweile ins Gesicht zeichnete, um dabei das Vergissmeinnicht an meinen Revers grün anzumalen. Mädchenträume sind die Bäume unserer Mütter und Übermütter, sowie deren Mütter und deren Großmütter, schrie mich der überhitzte Beton der Großstadtwüste an. So wird es jedenfalls sein, wenn unser Atem noch immer dafür ausreicht, um die Nebelbrille beschlagen zu lassen, fuhr der Beton fort und grillte dabei die armen Würstchen auf den Blechdächern dieser Stadt. Mädchenträume verführen dich in den frivolen Meeresbrisen, wenn du mit lautem Kummer auf den Nagelbrettern dieser Welt hockst und dir deine emotionale Morgenlatte runterholst, raunte mir der Storch zu, dessen Nest sich auf der Spitze des Leuchtturms gleich nebenan befand. Mädchenträume sind wie die taufrischen Blätter der Salatköpfe vom Mondscheinfeld des Nachbarn. Du musst nur aufpassen, dass du beim Klauen nicht erwischt wirst, lachte mich der kleine Häfemann an. Oder vielleicht aber auch aus, als er mit dem Rock seiner Mutter das Bettsegel seiner allnächtlichen Ausflüge in den Himmel mimte, um mit dem Mond zusammen einem Latte Macchiato zu schlürfen. Und pass ja auf, dass nicht zu viel Fingerhut in deiner Krone aus Ginster verflochten wird, fuhr er fort. Denn zu viel davon führt zur zerbrechlichen Illusion, der Herr der Törtchen fürs allmorgendliche Mörtchen zu sein. Und siehe da, ist es denn für den blassen Häfelmann ein cringy Ding, wenn mir zu Hause mein süßer Brei aus Mädchenträumen überkocht und anbrennt, nur weil ich spitz bin auf die Seilerei mit dir. Oh, mein Hasenpups, von einem Berg aus Wehmut darüber, dass ich seit gut einer Woche meine Geldfliege bei dir daheim gefangen halte, um aufgrund des lieben Seelenwehs keinen Abschied nehmen will, fragte ich dich. Ja, sagtest du, es ist zumindest uncool für die Fliege, meintest du weiter, denn sie schwebt als Portal durch Raum und Zeit und kann sich dem nicht erwehren, wenn die Geister in ihr schon vor 8 Uhr abends vibrieren, um zu sprechen mit deinem alltäglichen Wahnsinn. Damit du die dir überdrüssige Muse dann doch erlösen gehst, fuhrst du weiter fort und machtest im selben Augenblick eine Umdrehung im Uhrzeigersinn. Das Kunstleder war mit den Jahren brüchig geworden und mein Poesiealbum von damals sah nicht mehr schön aus. Die ehemalige Cremefarbe des Einbandes war inzwischen dem abgegriffenen Grau einer ranzigen Speckschwarte gewichen. Und die ehemals rot-goldenen Lettern hatten mittlerweile alle den Grünschwan abbekommen. Wie romantisch, dachte ich mir. Einst waren es gut gemeinte Lebensweisheiten, zogen meine Gedanken schwefelig durch deine Hirnwindungen, bevor sie dich und mich ganz blau machten und dazu führten, dass sich unsere ehemaligen Mädchenträume blubbernd im Wohlgefallen aufzulösen drohten. Mit breiverschmiertem Gesicht und klebrigen Händen stand ich im aufkommenden Frühsommerregen. Dann breitete ich meine Arme aus und genoss meinen Geistesblitz, der mich über Stock und Stein hinwegtrug, um zu dir zu fliegen, mein Schwurbelhobel, auf dass die Mädchenträume nicht nur blieben, was sie waren, sondern auch aufblühten und ins Leben rutschten, als wenn wir das Kind eben nicht mit dem Bade ausgeschüttet hätten.